Die Passanten in der Stralsunder Altstadt staunten nicht schlecht, als sie die Heilgeiststraße durchquerten. Die Feierlichkeiten von Schillings Hofladen am 21. April glichen eher einem Straßenfest als einer Ladeneröffnung. Unter stimmungsvoller Live-Musik beglückwünschten viele Besucherinnen und Besucher, darunter auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow, Biolandwirt Matthias Schilling zu seinem ersten Hofladen in der Hansestadt. Auch wenn die Eröffnung Corona-bedingt länger auf sich warten musste als erhofft, ist Schilling froh, endlich sein Geschäft eröffnen zu können. Und das an einem ganz besonderen Ort. Na, die Heilgeiststraße ist für mich halt eine der wichtigsten Straßen in Stralsund. Wir haben ja einen Laden schon Rasmus nebenan. Und dann gibt es den kleinen Teeladen und Weinladen. Und ich finde, so ein kleinteiliges Altstadtgeschäft ist erstrebenswert, sag ich mal. Und dann war das noch so ein schicker Laden. Also dann hat alles zusammengepasst. In dem neuen Laden des Unternehmers sind unzählige regionale Produkte wie beispielsweise Küchenartikel oder Spirituosen erhältlich. Das Steckenpferd des Betriebs bleiben dennoch die Feinkostprodukte, welche auch direkt vor Ort zum Verzehr angeboten werden. Dank des integrierten Cafés ist der Laden damit ein Ort zum Verweilen geworden. Naja, wir sind ja auf dem Lande, da haben wir unsere Landwirtschaft und wir haben natürlich ein sehr schwankendes Geschäft. Das heißt, wir sind sehr abhängig vom Tourismus. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier ein etwas ausgeglicheneres Konzept haben, wo die Leute das ganze Jahr über kommen können. Und nicht jeder fährt natürlich für ein Stück Fleisch jetzt irgendwie erstmal aufs Land, sondern sind wir halt in die Stadt gekommen und jetzt kann ich nach nebenan gehen und kriege ein Fleisch hier aus der Region im Landwirthof geschlachtet. Und ja, da hoffe ich, dass wir ein paar Leute für begeistern können. Bisher verarbeiteten Schilling und seine Frau Nicole ihre Rinder, Wasserbüffel und Schnucken in 4 eigenen Gastronomien auf Rügen und der Insel Hiddensee. Die berüchtigten Produkte von der Insel Öhe stellten sie bereits in den beiden Hofläden in Schabrode und Fitte zur Schau. Mit dem Geschäft in Stralsund beziehen sie nun neues Territorium und können dabei auf die Unterstützung aus der Region zählen. Wir arbeiten schon viele Jahre zusammen. Also im Landwirthof wird hier die ganze Zeit unser Fleisch geschlachtet. Und Zahlmann macht seit Ewigkeiten unsere Salamis. Das heißt, eine über zehn Jahre alte Kooperation. Und daraus ist die Idee entstanden, sozusagen hier in der Stadt nochmal was zusammen zu machen. Wir haben den Hut dafür auf, aber alle sind ganz, ganz eng da eingebunden. Die regionale Kooperation ist ausgeklügelt und durchdacht. So bezieht der Hofladen Brot, Brötchen und Kuchen von der Bäckerei Krämer, Naturgutfeinkost vom Landwerthof in Stahlbrode, feinste Fleisch- und Wurstspezialitäten von der Traditionsfleischerei Zahlmann sowie verschiedenste Käsesorten vom Netzwerk Käse aus MV. Dadurch können Produkte wie das berühmt-berüchtigte Backsteinbrot vom ersten bis zum letzten Korn regional in Stralsund produziert werden. Genau darin sieht Schilling die Stärke in dem Projekt. Naja, wir hatten die Bio-Welle, das ist ja ganz klar zu sehen. Und jetzt ist natürlich Bio in der breiten Menge der Bevölkerung angekommen. Also sie kriegen ja in jedem Discounter kriegt man heute Bio. Und wir Kleinen müssen uns natürlich davon auch noch weiter abgrenzen. Und da ist Bio dann nicht. Also Bio ist mir wie eine Selbstverständlichkeit, sondern jetzt ist das Regionale wichtig. Ne? Weil einerseits tue ich damit mir selber was Gutes, weil ich ein gutes Stück Fleisch habe. Aber ich kann natürlich auch, wie gesagt, direkt vor Ort wirtschaftliche Kaufkraft gezielt einsetzen. Und das ist, glaube ich, das, was den Leuten gefällt. Vor allem das Fleisch seiner eigenen Hinseher Weidenrinder ist bei den Gästen begehrt. Auch deshalb hat sich Schilling dazu entschlossen, die Delikatesse in Stralsund zu präsentieren. Bisher wurden diese ausschließlich für die eigene Gastronomie verwendet. Allemal ein Grund, bei Schillings Hofladen vorbeizuschauen.